Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dead by Daylight. Ich drücke auf Fertig und wir starten direkt und Oh, bin ich das? Du bist ja richtig im Tunnel. Ich bin stehen geblieben. Nee. Oh, Curry. Ach, der Curry ist das. Der Curry hat verkackt. Ja. Curry, Entschuldigung. Das ist ein roter Mütze. Voller Schuhmacher, weißt du? Schade, warum hast du das rote Oberteil nicht noch genommen? Nee, wenn ich jetzt entkomme, ne, dann ist das schon peinlich, ne? Warum? Ich hab den Kreidebeutel, glaube ich. Ich kann das Oberteil ja gar nicht nehmen. Was kannst du nicht nehmen? Ach ja, scheiße. Was kannst du nicht nehmen? Das Oberteil kann ich nicht nehmen. Ach so. Ich habe jetzt aber nicht den Kettensingen-Typ genommen. Ich weiß nicht, wie ihr so gut mit denen umgehen könnt. Ich kann es einfach nicht. Nee, der gefällt mir immer noch nicht. Also ich glaube, ich muss die Mausgeschwindigkeit vielleicht auch. Ich weiß nicht, was ihr habt. Der ist super. Der macht viel Spaß. Der cheatet doch. Der hat da irgendwelche Makros. Ja, mit dem Wallhack geht's halt einfach mit dem. Hey, ist das die neue Map? Ey, das ist die neue Map, oder? Nein, das ist der Schrottplatz hier. Das ist der Schrottplatz. Oh, warte mal, die Map kenne ich nicht. Da ist ein Haus mit einem Schild oben drauf, oder? Ja, das ist jetzt neu. Doch, ich glaube, das war schon. Doch, das Haus kenne ich schon. Warte mal, ich mach mal ganz kurz bei der Steuer hoch. Und ich habe einen Koffer im Arm stecken. Ich weiß, ey, Tobi. Was? Ey, wow. Geh mal weg mit deinem Koffer. Man kann die Maus geschwind. Das sieht aus, als hätte ich so ein... Hä, was? Ey, ich kenne das Haus hier nicht, Alter. Never. Ich kenne das. Das ist mein Haus, Tobi. Menno. Ja, super, Leute. Also keine Kettensäge, sondern Geist, habt ihr gehört? Geist. Ja. Der Wolf und die sieben Geistlein. Stimmt gar nicht, woher wisst ihr das, dass ich den Geist... Ey, du hast deine Glocken gehört. Total, alle drauf, du hast deine Glocken. Hey, Freunde. Ey, bist du Gamer Girl? Gamer Girl. Schreck mir deine Glocken. Bist du von Gamer Girl 2016? Ja. Was ist los mit den Glocken? Warte, meine Glocken... Ist Tobi, Mann. Wer war das? Oh nein. Das ist Föhnfrisur jetzt. Kibbeling. 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 Curry, Alter. Was denn? Hm? Ja. Was macht ihr denn? Was denn, Tobi? Was macht ihr? Ich weiß gar nicht, was ihr alle einfach abhauen. Der Erik in die eine Richtung, ich in die andere. Curry geht erstmal in den Schrank mit seinem Kopf. Ja, danke, Tobi. Toll. Was? Die war doch gar nicht in der Nähe. Was machst du denn, Alter? Ich dachte mal, auf gut Glück, ich probier mal hier einen Schrank aus. Hey. Ja, der war's leider nicht. Das sah doch so geil aus. Ja, Tobi, ich hab's jetzt. Du bist aber süß. Aber wieso klettert die so langsam durchs Fenster heute? Und wieso bin ich schon wieder der Erste? Was ist denn los? Ich bin heute voll der Tobi. Entschuldigung, Tobi. Warte, bist du Gott sei Dank in deine Fähigkeit? Hey, wer ist das hier? Hey, voll der Tobi. Warte mal, du bist angehitten. Ja. Hey, warum? Ist das gut? Nein! YOLO! Da wird wieder geläutet. Da bimmeln flott die Glocken. Lass sie mich mal rocken. Nee, Tobi, was? Was? Ja! Lass mich deine Glocken läuten. Kevin, komm mal. Kevin in the woods. Hey. Lass mich deine Glocken läuten. Boah, ich wurde in den Kommentaren gelobt, als ich der Spieler war, dass ich so spannend gemacht habe, die Runden. Ich habe das extra so gemacht, damit das halt spannender für euch ist. Das ist doch spannend. Ja. Haben wir alle was von? Haben sie mich alle durchschaut. Pan. Pan. Ja, was hast du jetzt davon, Tobi? Ich hoffe, du bist. Ja, was willst du denn? Du bist doch gar nicht verfolgt. Ruhig mal. Verfolgt? Ich werde verfolgt. Scheiße, auf! Hallo, Pandoria! Ey, Pan, lass das, Mann. Finde ich nicht lustig. Finde ich nicht gut, finde ich nicht lustig. Kann ich nicht akzeptieren. Tobi, meine Hand schwitzt so. Ja, ich rutsche gleich aus. Oh, ja, oh, das ist schön, dass deine Hand schwitzt. Kommt vor, wie der Geist so das sagt, weißt du? Meine Hand schwitzt so. Ich kann das Kölsche nicht mehr halten. Gelumbel, Gelumbel, Gelumbel. Hey Pan, wie geht's dir? Hallo, Pandoria. Hi. Ey, lässt du Klingel, das lange Hose. Hast schon Kacke in die Hose. Fass mir mal in die Hose. Was ist da los? Lass mich mal in Ruhe. Ist ja jetzt gut. Warte, ich mach auch noch mit. Was macht ihr denn? Rangelrose. Nein, das war nicht. Oh Gott. Curry. Hast du mich nicht gesehen? Hä? Du bist jetzt aber.
Boah, meine Maus! Was? Ich bin so übelst am Schwitzen gerade. Oh, das ist jetzt. Maus hängt los. Boah, ich kann die kaum noch halten. Scheiß jetzt. Das ist richtig ekelhaft gerade. Das nasse Mauspad einfach. Es Ich bin nicht so fröhlich. Ich war noch nie so fröhlich. So fröhlich war ich nie. Ja, yeah, danke schön. Boah, das wolltest du machen. Boah, du Drecksau. Du dreckiges Stück. Boah, wie mies. Was ist los mit dir? Ich erkenne dich gar nicht wieder. Ja, ich hab gelernt. Olli, geh bitte zu mir. Und mich hängst du aus? Was bist du für ein Dreckstück? Du musst noch ein bisschen fummeln. Alter, mit dir, wir gehen nicht ins Naniwa. Ist vorbei jetzt. Wir gehen nicht ins... Du hast mich voll aufgehangen. Ja, natürlich, das muss ich doch machen. Nein, überhaupt nicht. Erst außerdem hänge ich in der Luft. Ich hänge außerdem in der Luft. Der Haken geht einfach durch die Luft von meinem Kopf. Ihr hattet recht, wir haben wirklich Beziehungsprobleme. Ja, jetzt ist vorbei. Ich wollte das nicht zugeben. Jetzt ist vorbei. Also Naniwa ist durch. Also das mit der Mistkuh nehme ich dir wirklich sehr übel, weil das habe ich wirklich sehr verletzt. Halt dein dreckiges Mündchen. Oh Mann, mein Mund ist nicht dreckig, ich habe mir gerade die Zähne geputzt. Boah, der ist voll dreckig, da sind voll die Kot- und Urinreste drin. Warte mal, hier war gerade jemand. Bitte, was glaubst du? Was? Was? Ich schwitze so. Was hast du gerade mit dir gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Da sind Kot- und Urinreste drin. Was? Ich schwitze in der Ritze. Vom Schüsselschleckern. Was? Ich höre nur so ein... Ist das dein Ernst? Das ist so ein Essending. Boah, alle Essen hassen dich jetzt. Nein, nur aus dieser einen Wohnung. Keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Alter, das ist doch nicht... Oh mein Gott! Willst du mich verarschen? Greif mir in den Kibbeling! Kibbeling! Jetzt ist mal gut hier, ne? Dicke Ding! Ah! Schon wieder! Das geht nicht! Fuckery! Oh, ich mag dich gerade. Sag mal, hä? 1000 Jahre später? Boah, fuck, ich bin so am Schwitzen da. Hä? Was? Willst du mich verarschen? Kommst du nicht mehr raus? Ich komme überhaupt nicht raus. Ja, warte mal kurz. Nee, ich mach da nichts. Ich will nur mal testen, ob ich überhaupt rauskomme. Ah, was mach ich denn? Ah, dreck ich mal beim Geiz an, bitte. So, fast. Das ist nicht dein Ernst. Alter, die Bahn ist eine dreckige. Das gibt's doch nicht. Die Bahn ist eine dreckige. Warum? Was war das? Was war was? Du warst das. Wo? Das ist doch nicht wahr! Jede verfickte Tür! Alter, ich hab mal keine Füße mehr, lass das mal! Das ist doch nicht wahr! Das ist krass. Du Miststück, du Elendes! Oh. So, ich bin jetzt mal Single. Voll genug Kuh für die Paaren, glaube ich. Oh ja. Weißt du, ich Alter, sag, boah, guter Kühler. Bist du da gerade fett am Abstöhnen oder was? Ah. Das ist doch hier einfach ein Miststück, ey. Ja, natürlich! Du alte Kacke, ey! Du Drecksack! Du bist ein Drecksack! Du bist so ein dreckiger Drecksack! Ich will dich waschen, ich mach nie mehr Wäsche! Ja, machst ja eh nicht! Ist vorbei! Nein! Boah, jetzt kämpfe ich! So. Fuck! Wie bitte? Alter, Japan-Meile kannst du dir abschminken, nie wieder! Da fahr ich alleine und schick dir Fotos! Ich liebe es so sehr. Hier, der Tobi ausgeblutet, weißt du, ist einfach... Und ich habe heute extra Rahmen noch bestellt, weißt du, extra. Das... Oh mein Gott! Oh, da lerne ich draus. Mein Gott. Jetzt mache ich hier den Tobi, ne, das gibt's nicht. Scheiße! Scheiße, ich bin jetzt echt von meiner Maus abgerutscht. Mhm. Und hab Posting gemacht. Wieso, bist du jetzt bei der AfD oder was? Ja, ja. Neuer Praktikant! Hat einen Moment gedauert. Oh, scheiße, ist das geil hier, ey. Boah, ich muss mir danach die Hände waschen und das Gesicht und alles. So warm. Alter, ich schwitze mich kaputt. Boah, ich auch. Das ist so spannend, selbst für mich gerade. So mache ich das immer. Weißt du, ich habe neulich noch zwei Tüten Süßes bestellt. Eine Tüte Lakritze für sie. Du bist ja gestorben, dass du das gar nicht mitgekriegt. Eine Tüte Lakritze für sie, damit sie sich freut, weil sie unbedingt mal wieder wollte. Und eine Tüte Saures für mich. Was macht sie? Ihre Tüte... Und dann klaut sie aus meiner Tüte die sauren Sachen. Ich hatte ja nur Lakritze.
Was waren das denn für saure Sachen? Ja, so saure Zunge, saure Pommes, sowas. Boah, saure Sachen kann ich gar nicht essen. Echt nicht? Boah, ich finde voll geil. Boah, also es ist geil, aber dann immer dieses... Nee, ich finde die voll geil. Die sind voll cool. Hä? Moment mal, das ist jetzt aber... Wo ist die dreckige Sau? Wo ist der Dreck? Was? Wo ist der kleine Dreck? Die Pan, was ist mit... Was, ich habe keine Ahnung, was mit der heute los ist. Ich habe keine Ahnung. Der kleine Kacker. Boah. Bei der NASA, ne? Bei der NASA werden ja immer so Forschungen gemacht und da frage ich mich manchmal, wie diese Dinge überhaupt möglich sind. Was? Oh nein, bin ich direkt vor mir gelaufen? Nee. Das nicht. Meine Augen ich hab gerade die Mondlandung. Deine Augen, wie kann man auf den Augen schwitzen? Niemand kann auf den Augen schwitzen. Da muss man aber schon, da muss man schon ziemlich fett sein, wenn man auf den Augen schwitzt. Ja, ich dachte, ich schwitze auf den Augen. Ich meine, ich bin ja schon fett, aber wie fett musst du da sein? Boah, ey. Boah, das war, Alter, das war Curry, also das kibbelig, ich, ne? Ich muss, also ja, ganz fett kibbelig. Das habe ich... Boah, ich will nicht, dass der Curry gelobt wird, boah. Ich das habe ich in der ganzen Zeit noch nie gesehen. Noch nie. Nee. Was hat er gemacht? Hat sie ja noch in die Richtung und, ne? Das kann ich leider noch nicht sagen. Curry, Mann, mach ihn fertig. Du kannst es schaffen, Currywurschten. Kibbeling, kibbeling. Nette Menschen mögen gerne kibbeling, lang, lang. Kibbeling. Ne, war eine lustige Runde auf jeden Fall. Ja, das ja. Ich möchte bitte noch den Curry holen. Das auf jeden Fall. Obwohl ich sagen muss, also ganz ehrlich, ich fand das schon sehr dreckig von Ihnen, Fräulein Pandoria. Das möchte ich nochmal ganz kurz anmerken an dieser Stelle. Ich finde, eigentlich habe ich mir für solche Sachen Lob verdient, ja? Nicht von mir. Doch. Alle anderen gerne, aber nicht von mir. Nach der Runde, dann, nach der Runde noch sind wir Feinde. Weißt du, wie ich dich einfach immer lobe für deine ganzen Sachen, Attila? Du kannst einfach nicht was? Verlieren. Was? Du kannst voll nicht jetzt verlieren. Hör doch auf, mich zu beleidigen. Du. Ich erwarte gleich eine Entschuldigung. Du schwitzt unter den Augen, Armen. Ach, überall. Ja, mal reden, ey. unter den Augäpfeln. Hinter den Augäpfeln. Im Kopf. Ich mag euch alle trotzdem. Ich zwischen die Fußzehen. So. Weißt du, als ich Killer war, da musste ich mich durchbeleidigen lassen, aber wenn ich jetzt mal was Böses sage, dann bin ich immer der Arsch. Ich fühle mich total verletzt. Guck. Ja. Kann man eigentlich auch in der Nase spielen? Nee, will ich auch nie weiterspielen. Du Dreckiger! Warum hast du das getan? Warum hat er das getan? Wo ist der Dreckiger? Hallo! Okay, kannst du das bitte lassen? Hallo! Okay, Juri. Ah, dass der immer so langsam ist dann auch. Oh, Mann, ey. Ah, ich freu mich aber, das war... Was macht er denn? Alter, machst du Moonwalk hier oder was? Was macht er da? Ich seh den auch noch. Alex, du machst Moonwalk und jetzt fliegt er wieder quer durch die Karte. Er ist wieder da am Cheaten, Alter. Boah. Krass. Ich weiß nicht, warum das immer so ist. Aber immer bei dir, Curry. Warum? Ja, keine Ahnung. Ich muss an meinen Hex liegen. Oh, jetzt hört man nochmal dieses... Hör, warte mal. Ich sehe gar nichts. Du machst immer hör. Von dir die Arme so nach oben bewegt, nach unten guckt, den Mund so aufmacht, so hör. Ja, frisst den Mauspfeil. Oh, das ist geil. Oh. Ja, leider kann ich natürlich jetzt die Runde nicht. Du musst leider rausgehen jetzt, Pan. Ja, wo sind die Pan? Ich sehe die gar nicht. Aber die Pan, muss ich sagen, hat diesmal tatsächlich nur 2 Runden in dieser Folge gebraucht und hat richtig gut gespielt. Boah ja, vor allen Dingen, wir waren über 23 Minuten, das ging so schnell. Die erste Runde, da habe ich euch nicht mal gesehen, glaube ich. Also Geist war... Das passiert halt. Nein, ich fand, der Geist war am Anfang der Stärkste. Und aus irgendeinem Grund, finde ich, ist es doch der Kettensägen-Typ jetzt gewesen. Ich finde auch, ich habe den jetzt nicht gespielt, ich finde, er ist leichter zu steuern als am Anfang. Weil die haben ja, die haben das ja angepasst irgendwie, weil das Balancing nicht so gut war. Mhm. Und ja, wie lange haben wir? Ja, doch. Jetzt haben wir wieder den lieben Tobi in der nächsten Runde. Ja, Tobi, wie sieht es aus? Hast du heute irgendwie gar nicht so, dass ich sage, boah, ich will euch jetzt fertig machen? Das ist aber traurig. Ja, ich finde dich kacke. Hilft das? Nee, irgendwie nicht so gerade. Aber ich bin trotzdem gerne Killer. Ich mag es, Menschen zu töten. Dann Tobi. Was? Ich bin zwar nicht heiß drauf, aber ich mag es. Hey, Tobi. Das wird toll. Tobi, das kannst du eigentlich nicht sagen. Killer hier gerade bei der Killerspieldebatte kannst du auch sowas nicht sagen. Oh, bitte. Please.
Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Treue über die, ne? Bei welcher Folge sind wir jetzt? Ist das schon jetzt? Fast 30, ne? 30 irgendwas im Dreh, ne? Das ist krass. Das sind krass. 2 Monate. Bei dem Spiel musste man das nicht unbedingt erwarten, ne? Das kann man auch nicht. Ja, und jetzt haben wir unser erstes Update schon mitgenommen und wir werden ja noch neue Killer kriegen, wir werden noch neue Modi kriegen. Ist sogar das zweite Update. Am Anfang hat man nur den einen Killer, weißt du? Ja. Stimmt. Das stimmt. Voll geil. Stimmt. Boah, und ich muss ehrlich sagen, ich hätte niemals gedacht, dass es so lange hält tatsächlich. Dass man das so lange spielen kann, hätte ich nicht gedacht. Never ever. Ich auch nicht. Ich hätte gedacht, machen wir irgendwie so 4, 5 Folgen, dann ist der Lachs geschnitten, aber... Wobei ich sagen muss, dass das auch echt am meisten Bock macht, wenn man jetzt hier so zu viert quasi ist. Wenn man jetzt so random irgendwie Skirmish spielt, eine Multiplayer-Session ist Ja, das stimmt. Oh, das ist mega geil. Aber so mit Kumpels, wenn man Freunde hat. Ich glaube, dafür ist es auch nochmal keine. Ich habe auch keine Freunde, aber ich spiele gerne mit euch. Ja. Dann ist das cool. Boah. Und es ist warm. Es ist sehr warm. Ich werde mir gleich auch mal die Hände waschen. Ich glaube, man sieht das gar nicht mehr, oder? Aber ich bin so nass geschwitzt als Killer. Vor allem, ich fand es ja immer total spannend. Hast du einen Feuchtfilm auf deinem Körper? Ja, überall. Überall. Ich sitze sowieso auf dem Handtuch bei den Dead by Daylight Aufnahmen. Was? Einfach nur so, damit ich das schön durchschwitzen kann. Weiß mal, was rauskommt. Was? Ja. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe auch nur ein Kleid an. Ich schwitze direkt frei aufs Handtuch. Ich auch. Und immer wenn du sagst, mir ist warm, machst du mir ein nasses Handtuch, dann überleg mal, was ich dir da bringe. Mach ich bei dir auch. Ach so. Also. Da war er jetzt gerade. Immer die alten benutzen. Okay, in der nächsten Folge ist der Tobi der Killer und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Also Pan, wenn dir heiß ist, komme ich gleich vorbei und tupf dich mit einem Waschlappen ab. Tobi, geh mal. Tobi, ne? Ich geh mal raus. Tschüss. Das wird mir ja hier zu krass. Okay. So, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Scheiß Insider, sorry. Tschüss. Tschüss. Penis. Oh, geil. Oh, du musst besser zu Wort haben. Das wäre schon nicht mehr gemacht. Ja. Tschüss. Boah, ich muss mir echt ganz kurz die Arme und die Hände waschen. Tschüss. Tschüss. Hä? Die war schon fertig. So, bei mir noch nicht. Ich nehme noch auf. Ich sag nochmal tschüss. Bis ciao. Tschüss. So. Ja, ich hab schon fertig. Ja, schön für dich. Tschüss. Ja, ich bin sofort wieder da. Ich geh jetzt weg. So. Okay, wollen wir die Folge beenden? Willst du mich verarschen? Okay, dann beenden wir mal die Folge. So, beenden wir mal die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kacke. Bis zum nächsten Mal. Kacke, Alter. Boah, ich hasse dich. Tobi, ich lock den gleich zu dir. Alles klar. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss.